56% aller Leute, die bei mir auf dem Kanal zuschauen, sind keine Abonnenten. Das heißt, wenn du dazugehörst, schau einmal nach unten. Lass gerne ein Like da, lass gerne ein Abo da. Ich würde mich riesig über den Support freuen. Vielen Dank, viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Warum habe ich kein Radar? Wo ist mein Radar? Digga, warum habe ich kein Radar? Hä? Alles klar, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video zurück. Heutiges Thema, und ihr habt den Investor Call mit Sicherheit mitbekommen, ist, dass Activision das Ende von Call of Duty Multiplayer verkündet hat, so wie wir ihn kennen und so wie wir es eigentlich seit Jahren schon hören, aber immer wieder gesagt haben, wird nicht passieren. Leute, die letzte Woche war mit dem Activision Investor Call das offizielle Ende vom Call of Duty Multiplayer. Und wenn ihr euch fragt, wie ich darauf komme, dann braucht ihr euch nur angucken, links oben in dem Bereich, wo sonst eine Minimap ist, ist keine. Und wisst ihr, warum da keine ist? Kann keiner erzählen, ist einfach so. Herzlich willkommen bei Call of Duty, mehr Bugs nach jedem Update als nach vor dem Update gelöst. Auch sehr schöner Spawnpunkt für den Gegner. Sehr schöne Spawnpunkte für alle Gegner, muss man ganz ehrlich sagen. Diesmal für mich vom Vorteil, für die Gegner diesmal von Nachteil. So, wie kann es sein, dass die Minikarte weg ist? Keine Ahnung. Kommen wir zum Thema des Videos. Wir spielen einfach ohne Minikarte, scheiß drauf. Der Activision Sponsor Investor Call ist etwas, was die jedes Quartal einmal aufs Neue machen. Und in diesen Investor Calls geben sie öffentlich Infos über Revenue, über geplante Änderungen an den Games, über welches Spieleentwickler kümmert sich um das nächste COD. Sie sprechen mit den Investoren, die sie bei Activision haben. Das sind große Geldgeber, wie die Jahreszahlen sind, die Quartalzahlen, was für ein Gewinn erwartet wird und, und. Und da kommt eben auch immer bei raus, dass sie eben neue Dinge ansprechen, die jetzt in der Planung sind, die jetzt demnächst kommen und, und. Und unter anderem haben sie dabei angesprochen, bei diesem diesjährigen oder diesmonatigen, wie man es nennen möchte, Investor Call, dass Warzone in Zukunft Front and Center von Call of Duty sein wird. Was übersetzt nichts anderes bedeutet als, Warzone wird ab jetzt komplett durchgängig gefördert. Warzone ist das Hauptaugenmerk für Activision. Das bedeutet etwas, was wir seit Jahren eigentlich als Thema haben. Die Frage, die wir uns immer wieder gestellt haben, wann wird der erste Challenger für Call of Duty kommen, der die ganze Franchise eigentlich in Grund und Boden raut? Und keiner von euch hat mit der Antwort gerechnet. Ich kriege übrigens nicht mal eine Minimap, wenn ich eine Drohne rufe. Finde ich absolut geil. Bin absolut ein Freund davon. Finde ich sehr, sehr fair, dass dieses Spiel so wunderbar funktioniert. Vielen Dank dafür. Eine Konterdrohne hilft anscheinend auch nicht. Bugfreies Spiel, absolut AAA-Game, 70 Euro gut investiert. Die Frage, die wir uns die ganzen Jahre gestellt haben, war letzten Endes, wann wird der erste Big Player kommen, der Call of Duty eigentlich ausschaltet, der dafür sorgt, dass Call of Duty nicht mehr die Nummer 1 ist, was First-Person-Shooter angeht. Und niemand hat damit gerechnet, glaube ich, dass es Warzone sein wird oder dass Activision sich selber da ein Ende setzt. Aber in diesem Fall ist das so. Der Activision Call hat eben dieses Zitat hervorgerufen, und zwar: Warzone wird in Zukunft Front und Center von Call of Duty sein. Was eben nichts anderes bedeutet als, der Multiplayer wird noch mehr vernachlässigt, als es bisher in der Vergangenheit sowieso schon war. Und wenn ihr euch überlegt, wie schlecht das hier schon wieder ist, wie schlecht die Hit Detection vom Multiplayer ist, wie schlecht die Serverleistung generell ist, wie viele Bugs im Multiplayer sind, nicht nur in Warzone, dann muss man ganz klar als Content Creator und als Gamer, der seit, ich bin es persönlich, seit unglaublich vielen Jahren, ich spiele Call of Duty seit so vielen Jahren und ich habe immer geahnt, dass es absolut dazu kommen wird, dass es irgendwas gibt, was den Multiplayer rausschaltet, aber nicht, dass die öffentlich bekannt geben, dass sie ab jetzt in Zukunft eigentlich nur noch hauptsächlich Warzone unterstützen, mit neuen Patches, Updates, allem, was man dazu nehmen kann. Und der Multiplayer wird ab jetzt jedes Jahr ein bisschen nebenbei laufen sozusagen. Das heißt, der Multiplayer wird eigentlich nur dafür sorgen, dass wir eben den ganzen DLC-Content in den Warzone-Maps
alles, was dabei ist, im Multiplayer vielleicht spielen können, aber es ist nur der Übergang und Beiwerk zu Warzone und dem Battle Royale. Das bedeutet für mich auf der anderen Seite aber auch, dass die Pläne mit Black Ops oder Blackout 2 aktuell weit nach hinten geschoben werden. Mit der einfachen Begründung, wenn Warzone das Frontkind sein soll und auch die nächsten Jahre den meisten Support, die meiste Entwicklungszeit bekommen soll, wird es mit den Multiplayer-Games so laufen, wie es aktuell ist. Nämlich, dass Entwicklerstudios, die haben unter anderem eben auch bekannt gegeben, dass im nächsten Jahr oder jetzt 2021 ein neues COD rauskommt, was erstmal keine große Überraschung ist. Und sie werden jetzt mit Sledgehammer Games das neue COD machen. Und wenn ihr überlegt, dass Sledgehammer Games erst vor 3 Monaten Stellenanzeigen geschrieben hat für Entwickler, Grafiker, Designer, Social Media Manager und alles. Wenn sie jetzt die Stellen erst besetzen, muss man natürlich überlegen, wann hat Sledgehammer denn angefangen mit der ganzen Production für das neue Game? Und die Antwort wird sein, wahrscheinlich wieder erst vor 3 Monaten, als die Stellenanzeigen rausgegangen sind. Das bedeutet also, dass wir wieder einen Multiplayer haben, der statt 3 Jahre Entwicklungszeit nur 1 Jahr Entwicklungszeit hat. Und wir sind in der nächsten Runde, Leute. Das Video ist leider noch nicht zu Ende, aber was ich euch trotzdem sagen kann, meine Minimap ist trotzdem wieder verschwunden. Das ist jetzt die 2. Runde hintereinander. Ich bin in einem anderen Spielmodus, ich bin auf einer anderen Map. Es hat nichts mit der einen Runde zu tun und trotzdem joine ich wieder in eine Lobby, wo ich kein Minimap mehr habe. Vielen Dank Activision, dass ihr euch so sehr um den Multiplayer kümmert, der seit Jahren das Flaggschiff von dieser ganzen Franchise war. Vielen Dank dafür, ich freue mich mega. So macht es richtig Spaß, im Stream auch wirklich Cold War zu spielen. Kurze Info für euch Leute, wenn ihr Lust habt, bei mir im Stream vorbeizuschauen, könnt ihr das heute machen. Ihr braucht einfach auf Twitch TV Schepperfeuer raufgehen. Wir werden heute aber mit Sicherheit kein Cold War spielen, denn ich bin diese ganzen Bugs hier leid. Wir spielen Black Ops 4, eventuell spielen wir ein bisschen Black Ops 3 und wir werden in Warzone random Leuten folgen, beziehungsweise wir werden sie bewerten. Wir werden Tipps geben, Tricks geben, wie man in Warzone besser spielt. Kommen wir aber zu der größten Problematik, die wir mit dieser Aussage haben, dass Warzone in Zukunft das Hauptaugenmerk für Call of Duty sein wird. Das Ganze bedeutet ja eins, die Zahlen auf YouTube, Twitch für Black Ops Cold War sind jetzt schon miserabel. Gerade im Gegensatz, wenn man es mit Warzone vergleicht. Dazu kommt, dass auch ich, Exclusive Ace, Drifter, jeder wird es an seinem Kanal sehen. Videos, in denen man über COD herzieht, gehen absolut durch die Decke. Videos, in denen man stundenlang Stats vergleicht, sie aufschreibt, zeigt, sind absolut low. Das heißt, die Aufrufe, die Kommentare, die Likes, alles Mögliche ist richtig, richtig schlecht, wenn man richtigen Cold War Content macht. Wenn man aber Activision basht und hasst und sonst was, dann sind die Aufrufe super. Dann sind die Aufrufe genauso, wie man sie braucht, um weiter zu wachsen. Und wenn man Warzone-Content macht, sind die Aufrufe einfach 5-mal so hoch. Und da ist auch egal, ob man irgendwelche Kill-Challenges macht, ob man irgendwelche Troll-Moments macht oder. Das bedeutet, jeder Content-Creator wird sich, genauso wie Activision, ab jetzt überlegen, ob er Black Ops Cold War als Multiplayer weiter so zeigen möchte, weiter präsentieren möchte, weiter Content machen möchte, oder ob er ab jetzt einfach sagt, nee, Moment, Activision kümmert sich nicht mehr um den Multiplayer und auch die nächsten Jahre nicht. Ich kann am meisten Geld verdienen, wenn ich einfach Warzone zeige und wenn ich den Warzone-Content präsentiere. Was wird dann die neue Aktion sein? Natürlich, viele Content-Creator werden jetzt in Zukunft weggehen von Multiplayer in diesem Jahr. Im nächsten Jahr, sie werden den Multiplayer ignorieren, das ist so ein Teufelskreis und das Ergebnis wird dann sein, dass ich von so einem Granatwerfer getötet werde, auch sehr, sehr geil, vielen Dank dafür. Das Ergebnis wird sein, dass der Multiplayer in den nächsten Jahren nur noch Füllwerk ist, dass die wenigen Leute, die von euch wirklich Bock auf den Multiplayer haben und ich hätte eigentlich richtig Bock auf einen guten Multiplayer, dass die in Zukunft leer ausgehen und relativ alleine sind. Und Activision wird die gesamten Entwicklungskosten oder ein Großteil davon nur noch in Warzone und den Support von Warzone und alles Mögliche reinsetzen. Ist das geil? Überhaupt nicht. Können wir irgendwas dagegen machen? Nein. Activision hat diese Entscheidung getroffen und dadurch, dass sie diese Entscheidung getroffen haben, müssen wir alle damit leben. Das heißt, offiziell dieser Investor-Call von vor einer Woche ist nichts anderes als das Ende für Call of Duty und das Ende für die Multiplayer, so wie wir ihn kennen. Ob sie damit lange vorankommen, muss man ganz ehrlich sehen. Ich bin nämlich der Auffassung, dass der Multiplayer von Call of Duty das ist, was dieses Game von vielen anderen Games über Jahre, differenziert hat.
es ist nicht so einfach zu sagen, wir streichen jetzt die ganzen Entwicklungskosten für den Multiplayer, machen Warzone und dann passt das alles. Die Leute haben von Anfang an Warzone gefeiert, aber der Multiplayer ist trotzdem nicht weniger wichtig. Der Multiplayer muss funktionieren, der muss gut sein. Denn sonst werden Spiele wie Battlefield 6 vielleicht das neue GTA, dafür sorgen, dass die Zuschauerzahlen, die Aufrufzahlen, die Verkaufszahlen von Call of Duty auch in Zukunft weiter runtergehen. Mich würde an dieser Stelle interessieren, Leute, schreibt das gerne in die Kommentare und lasst gerne ein Like da auf dem Video, wenn ihr es noch nicht getan habt. Was haltet ihr davon? Ist es die richtige Entscheidung zu sagen, wir werden den Multiplayer in Zukunft sehr, sehr krass einfach abwerten? Wir werden den einfach nur noch mit rausbringen, ohne dann die großen Investitionskosten, und Warzone ist die Zukunft? Oder seid ihr genauso wie ich auch eher enttäuscht davon, dass dieser Schritt jetzt mittlerweile soweit ist, weil Activision natürlich auch die Verkaufszahlen und alles sieht? Schreibt es gerne in die Kommentare, Leute. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu seid auf dem Kanal. 56% aller Leute, die zuschauen, haben noch kein Abo dagelassen. Ich bin raus, wir sehen uns im Stream.